Das Horn ist das Instrument des Jahres 2015 hier in Deutschland. Und in dieser Folge dreht sich alles um mein geliebtes Instrument. Wir sind hier im Berliner Zoo, um zu erfahren, wie das Horn sich entwickelt hat. Vom Tier bis zum Konzertsaal. Hier, nimm doch. Wir sind mit dem Tierarzt Dr. Andreas Ochs bei einer Besucherführung über das Horn im Berliner Zoo dabei. Guck mal, diese Hörner! Ja, und das ist gleich der Fehler. Das sind nämlich keine Hörner. Ups! Das ist ein Geweih. Was für ein Glück, dass ein Experte uns die Welt der tierischen Hornträger erklärt. Geweih ist nur Knochen, ist richtig Knochensubstanz, und Horn ist Keratin. Zusammen machen wir uns auf einen Streifzug durch die Welt der tierischen Hornträger. Das sind aber wirklich große Hörner. Wenn man die so spielen könnte? Wenn man mal ganz vorsichtig hier anfasst und hier wackelt, kann man sehen, dass sich das hier bewegt. Oh nein, tut das weh? Nö. I learned a lot. I learned that antlers are not horns. Ja. Ja? Ja. Und jetzt mein Part bei dieser Führung hier im Zoo, die Geschichte des musikalischen Horns. Ja, man kann hier gut die Entwicklung vom Horn von der Schnecke bis zum Gartenschlauch sehen. Das Horn war ursprünglich einfach ein Signal. Also für den Krieg, hier kommen die Feinde, oder das Essen ist fertig, kommt ihr alle wieder rein. Oh, war das ein Ton? Das war ein Ton. Hier haben wir auch ein paar Hörner, die wir gesammelt haben. Wir haben hier, was ist das, Andreas? Was für ein Tier ist das? Das wird ein Rinderhorn sein, das ist nur einfach glatt poliert. Dann haben wir das, da kommt auch. Nee, geht nicht kaputt. Ah! Oh. Irgendwann kam jemand auf die Idee, dass für den Jagd das auch ein ganz gutes Signal wäre. Und die haben sowas Ähnliches wie diese. Wir haben nicht keine echte. Haben wir, aber das hätte wahrscheinlich ein bisschen so ausgesehen, nur ein Ton. Die hätten das wahrscheinlich so getragen auf dem Pferd. So, dann haben die es wirklich bei der Jagd benutzt. Und Komponisten fanden das so toll, die haben angefangen, so 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, haben die angefangen zu komponieren für ein Jagdhorn. Aber das Problem war, dass das Jagdhorn einfach viel zu laut und viel zu hässlich war für die armen Streicher und Bläser. Also haben die das Jagdhorn nur eingesetzt, wo irgendwie zähnisch die Jäger kommen, das ist doch klar. Um eine ganz lange Geschichte kurz zu machen, von den Naturhorn sind wir hier auf ein Doppelhorn gekommen. Unsere Hörner, was wir heute im Orchester spielen, das sind Doppelhörner, das sind zwei Hörner aufeinander. Hinten haben wir das B-Horn und vorne haben wir das F-Horn, sodass, und ein Ventil hier, was das dann wechselt. Aber wir haben noch die Möglichkeit. Darf ich vorstellen? Kommt doch mal vor, ihr Lieben. Das ist der Thomas Jordans aus der Staatsoper und mein Kollege Klaus Wollendorf von den Berliner Philharmonikern. Aber das Problem ist, für Hornquartett, wie viele brauchen wir für ein Hornquartett? Fünf? Vier! Vier brauchen wir, das heißt, wir brauchen noch ein Vier. Und kann jemand von euch, wen sollen wir dann... Überraschung! Dr. Ochs spielt auch Horn. Und er spielt heute mit uns mit. Thank you.
Das Horn ist das Instrument des Jahres 2015 hier in Deutschland. Und um das zu feiern, haben wir bei den Berliner Philharmoniker einen Horn-Marathon-Tag veranstaltet, wo wir einfach so viele Hornisten hier in Berlin eingeladen haben, wie wir finden konnten. Wir Hornisten sind gesellige Menschen und wir nehmen jede Gelegenheit wahr, um zusammenzuspielen, egal wo und egal wie viele. So, Dr. Andreas Ochs hat heute vom Zoo frei, um bei uns bei dem Hornmarathon mitzumachen. Andreas, wie ist der Tag so? Ja, das ist natürlich eine tolle Sache, hier zu sein, dabei zu sein und diese Massen an Hornisten mitzuerleben. Warum sind Hornisten so gesellige Wesen? Naja, das liegt einfach in der Natur der Sache. Einmal sind es nette Menschen, sowieso überwiegend. Und zum anderen könnte man wahrscheinlich das auch musikwissenschaftlich, hochwissenschaftlich erklären. Das Horn klingt eben alleine. Natürlich auch toll, aber am besten zu zweit oder zu viert. Und das ist ja auch eben das Jahr des Horns, müsste eigentlich, jeder Tag ist ein Tag des Horns für einen Hornisten. Finden wir sowieso. Jedenfalls, jeden Tag ist ein Tag des Horns. Man muss ja auch immer üben, das ist also schon so, dass man da ja jeden Tag sich damit beschäftigen muss. Aber es ist eben auch schön, das Horn mal so ein bisschen in das Bewusstsein der Menschen zu kriegen, die eigentlich ja oftmals ins Konzert gehen und sagen, naja, das Horn, die sitzen eigentlich nur rum. Und wenn sie nicht rumsitzen, dann schütten sie irgendwie Wasser aus und machen irgendwas mit ihrem Instrument, aber spielen tun die eigentlich selten. Wobei man natürlich verkennt, dass viele Komponisten einfach, wenn ihnen nichts mehr eingefallen ist so richtig, dann haben sie mal schnell ein Horn-Solo komponiert. Das klingt immer schön und immer gut, macht Eindruck und man sieht es ja auch. Hast du ein Lieblingstierhorn? Also wir haben heute die ganz viele Tiere gesehen, die unterschiedlichen. Welche für dich klingt am besten? Na, das kann man schwer sagen. Also die Tierhörner, die erst benutzten, sind wahrscheinlich die von Rindern gewesen oder von Ziegen und Schafen. Und es ist ja auch so, dass das einzige Horn, was heute noch wirklich vom Tier kommt und noch benutzt war, das Schofar ist in der jüdischen Religion, der auch heute noch geblasen wird. Die Tierhörner an sich klingen eigentlich alle nicht so besonders schön. Das liegt meistens daran, dass sie nicht lang genug sind, aber sie geben eben einen Ton, manchmal sogar mehrere Töne von sich. Es gibt allerdings eben auch Hörner, das hat man ja im Zoo gesehen, Nasenhörner, die von Nashörnern stammen und die nicht als Instrument verwendet werden können, weil sie einfach nicht hart genug sind. Dein Hornensemble, die sind alle dabei, habe ich heute gesehen. Und macht ihr alle mit gleich bei dem Flashmob? Ja, natürlich. Gut, dann gehen wir. Komm, wir spielen alle zusammen. Tag im musikalischen Sound des Horns. Was als Hornmarathon in der Philharmonie begonnen hat, endet im Flashmob am Potsdamer Platz. Toll, wie viele Berliner Hornisten zum Mitspielen gekommen sind. Thank you.
das war's von Sarah's Music für heute. Wir hatten sehr viel Spaß hier. Ich hoffe, ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Jetzt! Oh,